Der Vereinsadler senkt traurig den Kopf, denn der Wechsel von Benfica-Juwel Joao Felix zu Atletico Madrid ist auf der Zielgeraden. Wie der portugiesische Rekordmeister erklärte, haben die Rojiblancos ein Angebot über 126 Millionen Euro abgegeben. Der an der Börse notierte Club teilte mit, dass die Offerte nun geprüft werde. Eine Zustimmung gilt allerdings als so gut wie sicher. Der 19-jährige Felix wird damit der teuerste Spieler in der Geschichte von Atletico und Nachfolger von Griezmann. Barca-Ersatzkeeper Jasper Cillessen wechselt zum FC Valencia. Das gaben beide Vereine offiziell bekannt. Die Katalanen teilten mit, dass der Niederländer 35 Millionen Euro Ablöse gekostet hat. Im Gegenzug holte Barca Valencias Schlussmann Neto für 26 Millionen und damit einen neuen Konkurrenten für Marc-André Ter Stegen. Manchester City-Star David Silva hat angedeutet, im kommenden Jahr gehen zu wollen und auch gleich seinen Wunschverein genannt. Mein Vertrag hier in England läuft noch ein Jahr und im Fußball denkt man nur an die Gegenwart. Aber ich würde gerne für Las Palmas spielen. Die Zeitung Abola bringt Bayerns Renato Sanchez mit dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul in Verbindung. Laut italienischen Medien steht Herthas Valentino Lazaro vor dem Wechsel Richtung Inter. Die Ablöse liegt angeblich bei 22 Millionen Euro und könnte bis auf 25 steigen. Damit wäre der Österreicher Herthas Rekordabgang.